Diesmal nur kurz aufgegriffen. Sachen, über die wir nicht reden müssten, würden wir security-technisch nicht in der Steinzeit leben. Die Future Zone hat am 19.12.2019 einen Beitrag veröffentlicht, bei dem sie sich auf eine Statistik vom HPI berufen, und da geht es um die Top-Kennwörter. In diesem war sogar der Österreicher. In Deutschland sieht es übrigens nicht sehr viel anders aus. Und weil es so schön ist, sehen wir uns mal die Top 10 Kennwörter an, die inzwischen so herumkreuchen. Es wird auffallen, die Kennwörter haben alle so mindestens 6 Zeichen. Das heißt, so weit ist der Kennwortstandard fortgeschritten, dass die meisten Leute gezwungen sind, 6 Zeichen zu nehmen. Ansonsten würden sie wahrscheinlich nur 1, 2, 3 oder 4 verwenden. Gut, auf Platz 10 ist Querz. Natürlich, einfach zu tippen auf der Tastatur. Direkt ein paar Buchstaben, 6 Buchstaben nebeneinander. Übrigens die internationale Variante dieses Kennworts mit Y statt Z, sprich englische Tastatur, ist ebenfalls ein sehr beliebtes Passwort. Nicht in Österreich, aber international ist das sozusagen die Übersetzung davon. Auf Platz 9 ABC 123. Auf Platz 8 123 123. Ja, Platz 7, es wird nicht besser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Also nicht schrecken oder sagen, ja, das hat aber 10 Zeichen und nicht nur 6. Das ist ja um so viel sicherer. Ja, nur wenn es um Brute-Force geht. Die meisten Kennwortattacken fahren vorab mit einer Wörterbuchattacke. Und im Wörterbuch ist das natürlich weiter vorne und dann bringt das Ganze überhaupt nichts. So, Platz Nummer 6, das Passwort ist Passwort. Also nur weil ein Eingabefeld steht, bitte Passwort eingeben, heißt das nicht, dass man Passwort eingeben soll. Platz Nummer 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Für die internationalen angehauchten Passwort auf Englisch ist Platz Nummer 4. Also man sieht schon, inzwischen treiben sich auch die Österreicher und die Deutschen sehr viel auf englischen Seiten herum. Dort steht dann nicht bitte Passwort eingeben, sondern please enter password. Daher Platz 4. Ja, es wird spannend. Platz Nummer 3 ist die Zahlenfolge von 1 bis 8. Yippee, sehr kreativ. Platz Nummer 2, die Zahlenfolge bis 9. Und das beliebteste Passwort in Österreich und auch wohl im deutschsprachigen Raum. Auf Platz 1 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Man sieht, die Mindestlänge der Kennwörter heutzutage ist offensichtlich 6 Zeichen. Ja, man fragt sich, wie unkreativ kann man nur sein bei der Vergabe von Kennwörtern. Also ernsthaft, man kann sich so viel überlegen im Bereich Security bei diesen Kennwörtern. Ist jede Überlegung vergebene Liebesmühe. Es ist ungefähr so, als würde man bei dem Tassencode der Haustür gleich ein Post-it mit dem Code hingeben und noch nebenbei so einen kleinen Beipackzettel, dass dieser Code auch im Auto, im Safe, bei der Bankomatkarte, Hände, Büro, Garagentor, Haustür und sonst noch überall, wo man glaubt, einen Code eintippen zu können, funktioniert. Im echten Leben würde doch auch keiner auf die Idee kommen, einerseits überall den gleichen Code zu verwenden und andererseits so einen dämlichen, dummen Code zu verwenden. Also so den offensichtlichsten aller Codes. So viermal die 0 oder 1, 2, 3, 4. Naja, mal sehen. Also bei solchen Kennwörtern braucht sich auf jeden Fall keiner wundern, wenn das eigene Konto irgendwo gehackt wird und dann idealerweise auch noch alle anderen Konten, die man so online zur Verfügung hat. Weil klassischerweise hat man das gleiche Kennwort bei dieser intelligenten Kennwortwahl dann ja auch überall. Ja, in diesem Sinne, denkt mal über eure Kennwörter nach, benutzt einen Passwortmanager, benutzt ordentliche Kennwörter mit 12 Zeichen, mit 14 Zeichen, aber bitte auch mit Groß-Kleinbuchstaben, Sonderzeichen, überall ein anderes oder am besten ganze Passsätze. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß. Und schaut euch eure Kennwörter mal kurz an.
So, hier nochmal der Artikel von FutureZone, wo man das nochmal sieht. Und wie gesagt, auch in Deutschland sieht es nicht sehr viel anders aus. Was es hier noch in die Top 10 schafft, ist 1, 1, 1, 1, 1, also 6 mal die 1 oder auch 6 mal die 0. Ja, auch international gesehen, das Hasso-Platte-Institut ist es, das hier die Veröffentlichung macht. Und 8 Promille aller Kennwörter sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 von den Leaks, die bisher hier bekannt wurden und veröffentlicht wurden. Also, hier kann man nachschauen, kann man etwas nachlesen, auch die Details anschauen. Und auch, woher die Analysen stammen oder die Kennwörter stammen. Und wie groß der Datensatz entsprechend ist. Gut, also nochmal der Aufruf, prüft eure Kennwörter und hoffentlich sind sie nicht dabei. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.